rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunalwahlrechtlicher Vorschriften, mit dem Tagesordnungspunkt 58, Antrag der Fraktion der SPD, Stärkung der Hessischen Ausländerbeiräte, das ist 2016-44 und 2016-43. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Kollegen Alexander Bauer. Bitte sehr. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Kollegen Alexander Bauer. Das ist ein Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Setzt die Brille auf, das ist es. Also der Kollege Bauer hat das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf diesen besagten Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hier einbringen. Er beinhaltet die Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnern bei der Kommunalpolitik sowie auch Änderungen kommunalrechtlicher und wahlrechtlicher Vorschriften. Dieser Gesetzentwurf enthält also zahlreiche kleinere Überarbeitungen der Hessischen Gemeindeordnung, um diese für die Arbeit in den Kommunalparlamenten und vor allem für die Bürgerinnen und Bürger praxisfreundlicher zu machen. Konkret werden die Kommunen bei der Erstellung des Haushalts von Bürokratie entlastet und erhalten künftig für den Gesamtabschluss auch klare Vorgaben. Kleinere Kommunen unter 20.000 Einwohnern werden sogar von der Pflicht zur Erstellung eines Gesamthaushaltes befreit. Wir erleichtern die Gremienarbeit in der Kommunalpolitik mit der Erlaubnis der Nutzung von E-Mails, der Teilnahme von Mitarbeitern bei nicht öffentlichen Sitzungen und der Wiedereinführung einer Fraktionsmindeststärke von 3 Personen in Städten mit über 50.000 Einwohnern. Wir haben auch die Erleichterung von Gemeindefusionen im Blick und regeln künftig, dass den betroffenen Hauptamtlichen der Anspruch eingeräumt wird, für den Rest ihrer Amtszeit als hauptamtliche Beigeordnete in der aufnehmenden oder in der neu gebildeten Gemeinde tätig zu werden. Letztendlich regeln wir auch das Wahlrecht und passen es den aktuellen Bedürfnissen an. Hier erfolgt eine Verkürzung der Mindestwohnsitzdauer für das aktive Wahlrecht von bisher 3 Monaten auf 6 Wochen und für das passive Wahlrecht von 6 Monaten auf 3 Monate. Und außerdem, das ist dann der Kern des Ganzen, wird mit der Ermöglichung einer Integrationskommission auch eine Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Verbesserung von politischer Teilhabe der hier lebenden ausländischen Mitbürger umgesetzt, meine Damen und Herren. Das alles sind gute Regelungen. Und ich glaube, mit einem Blick auf die Wirklichkeit muss man doch sagen, es besteht vor allem bei der Frage der politischen Beteiligung der in hessischen Kommunen lebenden Ausländer durchaus Verbesserungsbedarf. Denn die Wahlbeteiligung zu den Ausländerbeiratswahlen ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen. Sie hat bei den letzten Wahlen mit 6% einen Tiefstand erreicht, meine Damen und Herren. Außerdem konnte in jeder dritten Gemeinde, die zur Durchführung von Ausländerbeiratswahlen verpflichtet ist, den sogenannten Pflichtgemeinden, mangels Wahlvorschlägen überhaupt kein Ausländerbeirat gebildet werden. Und wenn es so nicht bleiben soll, meine Damen und Herren, dann muss sich hier etwas ändern. Und wir Christdemokraten, wir wollen hier eine Veränderung. Denn schon im Kontext der Enquetekommission Integration und Migration aus dem Jahr 2013 haben wir damals den Hinweis gegeben, dass wir diese Partizipation, die es übrigens in dieser Form nur noch in 4 weiteren Bundesländern gibt, weiterentwickeln und optimieren wollen und auch müssen, meine Damen und Herren. Und deshalb machen wir einen doppelten Veränderungsvorschlag. Wir optimieren das bestehende Modell der Ausländerbeiräte. Es wird gestärkt. Und diese optionale Ermöglichung einer Integrationskommission führt gerade nicht zur Abschaffung der Ausländerbeiräte, sondern dieser Gesetzentwurf stärkt sie in der bisherigen Form der politischen Beteiligung. Und das ist die erste wichtige Aussage, die ich hier treffen möchte. Dieser Gesetzentwurf stärkt also die bisherige Form ganz eindeutig, denn die Regelungen in § 88 HGO, die ja die Rechte und die Pflichten der Ausländerbeiräte festlegt, die werden ausdrücklich aufrechterhalten und sogar durch ein eigenes Antragsrecht ergänzt, meine Damen und Herren. Wir stärken sogar die Rechte. Und zudem wird eine weitere Forderung der AGA aufgenommen, dass wir natürlich zur Mobilisierungsverbesserung und zu einer höheren Wahlbeteiligung auch dafür sorgen wollen, eine Forderung aufzugreifen und umzusetzen, dass wir den Wahltermin der Ausländerbeiräte mit dem Wahltermin der Kommunalwahl gleichsetzen, meine Damen. Das sind 2 wichtige Forderungen der AGA, die wir umsetzen zur Stärkung der Ausländerbeiräte, meine Damen und Herren.
Und indem wir zum einen das Bestehende weiterentwickeln und optimieren, ergänzen wir es durch eine Integrationskommission zur Verbreiterung der politischen Partizipation. Das, was eine Kommission darf, gemäß § 72 HGO, muss ich nicht intensiv erläutern. Aber wir wollen dieses etablierte Instrument in der Kommunalpolitik, ein bewährtes Gremium, jetzt auch speziell für Integrationsangelegenheiten etablieren. Denn es gibt durchaus viele gute Beispiele, meine Damen und Herren, wo das gemeinsame Miteinander fachlich Betroffener, also sogenannter sachkundiger Bürgerinnen und Bürger, mit Vertretern der Kommunalpolitik ganz hervorragend funktioniert und zu guten Ergebnissen für die politische Praxis vor Ort führt. So kenne ich in meiner 20-jährigen kommunalpolitischen Tätigkeit durchaus viele Kommissionen, die erfolgreich wirken, beispielsweise eine Kulturkommission, wo Kulturschaffende oder interessierte kulturell beflissene Bürgerinnen und Bürger bei der Kulturarbeit mitdiskutieren. In meinem Heimatort gibt es eine Kindergartenkommission, die ebenfalls mit Sachverstand besetzt ist. Hier diskutieren Erzieherinnen und Elternvertreter und Vertreter der nichtkommunalen Einrichtungen mit der Vielfalt der Trägerschaft über die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung vor Ort. Also hier werden Betroffene zu Beteiligten gemacht, und das ist ein gutes Modell, meine Damen und Herren. Und nach unserem Verständnis wollen wir dieses Modell auch auf die Integrationspolitik übertragen. Nach unseren Vorstellungen soll eine Integrationskommission mindestens zur Hälfte aus ausländischen Einwohnern der jeweiligen Kommune, den sogenannten sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern, bestehen. Diese Gruppe der ausländischen Einwohner soll mindestens wiederum zur Hälfte aus Frauen bestehen. Über die Größe kann jede Kommune nach den jeweiligen Erfordernissen vor Ort selbst entscheiden. Die ausländischen Mitglieder, also diese sachkundigen Einwohner, sollen auf Vorschlag der Interessensvertretung der Migrantinnen und Migranten, also Vereine, Verbände und sonstigen Einrichtungen, von der Gemeindevertretung gewählt werden und somit durch indirekte Wahl legitimiert werden, wie das in der Politik durchaus üblich ist. Auch der Ministerpräsident oder die Bundeskanzlerin wird durch eine indirekte Wahl legitimiert, meine Damen und Herren. Das ist nichts Schädliches in einer Demokratie. Und bei einer solchen Wahl kann man dann auch darauf achten, das wollen wir auch, dass die Pluralität der unterschiedlichen Gruppierungen in einer Gemeinde in diesem Gremium auch Rechnung getragen wird, dass keine eigene Gruppierung dominiert. Und bei einer Integrationskommission haben wir auch eine Doppelspitze vorgesehen, dass der natürliche Vorsitzende einer Kommission der Bürgermeister oder ein entsprechender Beigeordneter ist, wird ergänzt durch einen Co-Vorsitzenden aus der Gruppe der Migrantinnen und Migranten, der dieses Gremium dann auch auf übergeordneter Ebene, auf Kreis- oder Landesebene durchaus vertreten kann. Also diese Integrationskommission ist mit konkreten Befugnissen ausgestattet, die vergleichbare Rechtsstellungen hat mit dem Ausländerbeirat. Sie ist über alle Angelegenheiten zu unterrichten, die erforderlich sind. Sie hat ein Vorschlags- und Antragsrecht. Sie ist zu wichtigen Angelegenheiten zu hören. Und sie muss viermal im Jahr mindestens tagen. Und sie muss gegenüber der Gemeindevertretung einmal im Jahr auch einen Bericht abgeben, meine Damen und Herren. Somit wird gewährleistet, dass diese Kommission kein Nischen- oder Schattendasein fristen muss, meine Damen und Herren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese neue Beteiligungsform sich ausgezeichnet eignet für einen integrationspolitischen Ansatz auf das Miteinander an einem gemeinsamen Tisch zwischen Vertretern der Gemeindeorgane und sachkundigen ausländischen Mitbürgern. Das ist das neue Modell, das dieses Gremium widerspiegelt. Und ich glaube, am Ende wird es mehr Beteiligung und nicht weniger Beteiligung geben. Denn, das ist dann das Ende meiner Ausführung, das Optionsmodell wird dafür sorgen, meine Damen und Herren, dass die Kommunen, in denen es mindestens 1.000 ausländische Einwohner gibt, entweder eine Beiratswahl durchführen müssen, wie das bisher der Fall ist, oder aber eine Integrationskommission einrichten müssen. Und das hat zur Folge, dass am Ende, und das Entscheidende ist, was hinten rauskommt, am Ende werden 2020 voraussichtlich in den 171 Kommunen, die einen Ausländeranteil von über 1.000 Einwohnern haben, wird es eine Repräsentanz geben. Und das ist eine mehr an Partizipation, als bisher das der Fall ist. Und deshalb wird die Integrationspolitik mit dieser Maßnahme gestärkt und nicht geschwächt. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und glaube, dass wir hier einen guten Entwurf gemacht haben, der den Anforderungen der jetzigen Zeit auch gerecht wird. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Abg. Yüksel, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt für Ausländerinnen und Ausländer in Hessen im Wesentlichen ein einziges Recht, politisch zu partizipieren,
und zwar das Wahlrecht des Ausländerbeirates auf kommunaler Ebene. Nach dem Willen Schwarz-Grün wird es weniger Ausländerbeiratwahlen geben. Das heißt, Schwarz-Grün baut in diesem Zusammenhang die Demokratie in Hessen ab. Und deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Ich glaube, keiner im Raum will die bisherige Situation der Ausländerbeiräte in Hessen abfeiern. In zu vielen Kommunen sind bei letzten Wahlen 2015 keine Beiratswahlen zustande gekommen. Da, wo die Wahl stattfand, war die Wahlbeteiligung häufig sehr gering. Ausländerbeiräte entwickeln häufig zu wenig Selbstbewusstsein, etwa bestehende Diskriminierungen zu thematisieren. Ausländerbeiräte sollten Stachel im Fleisch sein in der kommunalen Organe. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sollten sie alles tun, damit sie die Belange der Ausländer und Ausländerinnen auch zu vertreten. Ja, es gibt Defizite. Aber diese Situation hat doch Gründe und bietet auch Potenziale. Aus der aktuellen Situation zu schlussfolgern, jetzt die Beiratswahlen einzuschränken, ist doch der völlige falsche Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wird falsche Zeichen für die Ausländerinnen und Ausländer in Hessen gesetzt. Vorschläge, das aktuelle System zu verbessern, gibt es viele. Einige greift der Gesetzentwurf ja auch auf. Natürlich ist es sinnvoll, wenn die Ausländerbeiratwahlen zusammen mit der Hessischen Kommunalwahl stattfinden. Diesen positiven Änderungen wird aber dadurch entgegengewirkt, dass es in Zukunft weniger Ausländerbeiräte und damit weniger unmittelbare Demokratie gibt. Wo ist denn der politische Wille der Regierungsfraktion, die Kommunen bei der Durchführung der Beiratswahlen zu unterstützen? Bei den letzten Wahlen hat die Landesregierung als Wahlkampfhilfe üppige 2.000 € zur Verfügung gestellt. Das Problem ist doch bisher, es gibt zwar engagierte Ausländerinnen und Ausländer in der Kommune, aber diese haben zu wenig Informationen zu den Wahlen. Oder sie möchten nicht den Aufwand betreiben, eine Liste aufzuzeigen. Doch der Gesetzentwurf schafft hier keine Hilfe, und es ist sehr schwach. Stattdessen wird ein Anreiz für die Kommunen geschaffen, Beiratswahlen noch weniger Priorität einzuräumen. Damit sind wir bei der Integrationskommission, die der Gesetzentwurf als Alternative zu Wahlen vorschlägt. Für mich ist eine unmittelbare Wahl durch das Volk aber immer besser als eine indirekte durch die Gemeinde. Schwarz-Grün entmütigt Bürgerinnen und Bürger, die selbst für sich sprechen können. Wie soll das mit der Integrationskommission praktisch funktionieren? Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Vergangenheit gab es so viele Integrationskommissionen oder auch Ausländerkommissionen, und das hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir auch Ausländerbeiräte auch geschafft. Es gibt einen Anreiz für die Kommunen, auf komplizierte Wahlen zu verzichten. Es kann sogar passieren, dass eine Kommune gezielt dort auf Wahlen verzichtet, wo der bestehende Ausländerbeirat besonders gut arbeitet. Eben dann, wenn der Beirat seine Aufgabe als Vertreter der Ausländerinnen und Ausländer gut erfüllt. Wir dürfen daher nicht die Gemeinde entscheiden lassen, etwa aus Bequemlichkeiten lieber auf demokratische Wahlen zu verzichten. Ich finde es schon putzig und merkwürdig, dass Schwarz-Grün hier an Ausländer höhere Ansprüche setzen als an sich selbst. Schauen Sie doch hier rechts die Grünen ins Parlament. Sie reden von geschlechterparitätisch besetzt werden, möchten Sie. Dann fangen Sie erst einmal dort an. Ich habe rechts von den Grünen gesagt, aber Sie haben auch gemeinsam diesen Antrag gebracht. Sie zwingen Ausländer, eine Geschlechtergerechtigkeit als Maßstab zu nehmen, die sie selbst nicht erreichen wollen und können. Wir müssen hier in der Debatte aber auch
über den Umgang der Landesregierung mit der AKA sprechen. Was erlauben Sie sich, Herr eigentlich, Herr Innenminister? Der Landesausländerbeirat war seit den letzten Wahlen stets gearbeitet und hat Ihnen sogar einen Diskussionsvorschlag zukommen lassen. Sie ignorieren hingegen als Innenminister einen so wichtigen Kooperationspartner der Regierung, und die Regierungsfraktionen brechen mit einem Gesetzentwurf vor. Sie sind es ja von Ihnen als Innenminister gewohnt, dass Sie dem Parlament gerne wichtige Informationen vorenthalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie sind gegen kommunales Wahlrecht für Ausländer. Das verstehe ich. Es ist aber nicht verständlich und auch nicht akzeptabel, dass Sie auch Ausländerbeirat überflüssig auch erklären. Und reden Sie auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Kommune. Und die haben auch gute Beziehungen zu Ausländerbeiräten. Und die werden bestimmt auch diesen Vorschlag auch nicht akzeptieren. Das gilt auch für die GRÜNEN. Wir müssen uns hier aber auch fragen, wo ist der grüne Integrationsminister Kai Klose? Was für Vorschläge hat er? Wir reden zweimal zum Thema Integration, und er ist als Integrationsminister auch nicht mehr dabei. Dieser Gesetzentwurf schränkt die Rechte von Migrantinnen und Migranten in Hessen ein. Wo ist das Rückgrat der GRÜNEN geblieben? Schwarz-Grün schreibt im Koalitionsvertrag, ich zitiere, wir wollen die politische Beteiligung der hier lebenden Ausländer verbessern. Zitat Ende. Das Gegenteil haben Sie jetzt in den Gesetzentwurf geschrieben. Der zweite Satz zum Thema im Kooperationsvertrag wird ebenfalls im Gegenteil verkehrt. Sie schreiben, ich zitiere wieder, dafür werden wir in einen Dialog mit den betreffenden Organisationen, beispielsweise mit AGA, treten. Zitat Ende. Wozu schreiben Sie denn eigentlich rein, Sie würden mit der AGA reden, wenn Sie es dann doch nicht tun? Ja, habe ich auch erfahren, wie Sie das geredet haben. Ich habe auch erfahren, wie Sie ignoriert haben. Wir haben als SPD-Fraktion einen eigenen Antrag vorgelegt. Wir sollten die hessischen Ausländerbeiräte stärken und ihre Befugnisse erweitern, in Zusammenarbeit mit Ausländerbeiräten. Wir wollen die Kommunen unterstützen, den Ausländerbeiräten angemessene Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir können die Beiräte modernisieren und strukturell weiterentwickeln. Darüber sind wir bereit, auch zu reden. Kollege Yüksel, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Als SPD ab. Solange es ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger gibt, brauchen wir Ausländerbeiräte. Der Einführung von Integrationskommissionen zum Abbau von Demokratie wird die SPD nicht zustimmen. Im Gegenteil, wir lehnen als SPD-Fraktion alle Umstrukturierungsmodelle zur Gestaltung Ausländerbeiräte ab, die die politische Partizipation von Ausländerinnen und Ausländern einschränken. Dieses Parlament sollte mündige Bürgerinnen und Bürger in Hessen unterstützen, statt ihnen die Rechte zu entziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Yüksel. Meine Damen und Herren, ich weise noch einmal darauf hin, dass wir uns vereinbart hatten, dass keine Fotos gemacht werden, keine Aufnahmen von Abgeordneten. Ich sage es nur, weil wir so etwas wieder gesehen haben. Jetzt seid so lieb und haltet euch hier an die Geschäftsordnung. Das Wort hat der Abg. Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften ist der erste mir bekannte Gesetzentwurf, der bereits im Vorfeld für massiven Unmut genau bei jenen geführt hat, für den er gedacht war. Da hat sich die hessische Regierungskoalition mal so richtig vergaloppiert, wenn sie den Zorn der Ausländerbeiräte auf sich zieht. Dabei sollte man meinen, dass die GRÜNEN nichts besser können,
als Klientelpolitik, und die hessische CDU dachte, mit einer guten Sache mit im Boot zu sitzen. Pustekuchen, meine Damen und Herren von der Koalition. Handwerklich nicht nur schlecht gemacht, sondern auch meilenweit an dem vorbei, was tatsächlich notwendig ist. Bemerkenswert finden wir, was schon fast eine Frechheit ist, dass in der Begründung dieses Gesetzentwurfs tatsächlich geschrieben steht, dass die hessische Gemeindeordnung und die hessische Landkreisordnung auch aufgrund der Koalitionsverhandlungen vom 23. Dezember 2018 nicht mehr zeitgemäß wären. Wieso Sie eine rechtliche Frage und deren zeitgemäße Abhandlung in Verbindung mit dem Koalitionsvertrag bringen, hat wohl sehr viel mit Ihrer Vorstellung derzeitiger Machtpolitik zu tun, die wir bei jeder Sitzung im Hessischen Landtag vor Augen geführt bekommen. Nach der Pressemitteilung der Abg. Goldbach kam es dann entsprechend zu einer Reaktion, die bis heute nachwirkt, wenn man sich die Mühe macht, sich mit Ausländerbeiräten zu unterhalten. Herr Enes Gülligen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens, hat in der Hessenschau die Situation treffend beschrieben. Abschaffung der Ausländerbeiräte, brutaler Abbau demokratisch verbriefter Rechte, Wortbruch, Herabsetzung in Hessen lebender Ausländer. Ein gelungener Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, sieht dann wohl doch anders aus. Die drohende Gefahr, dass bestehende Ausländerbeiräte durch Kommissionen ersetzt werden, ist nicht von der Hand zu weisen und eine der größten Sorgen vieler ausländischer Mitbürger aufgrund dieser Gesetzesvorlage. Wäre es nicht um ein Vielfaches angebrachter, die kommunalen Selbstverwaltungen stärker zu unterstützen? Denn leider geht aus Ihrer Gesetzesvorlage auch hervor, dass keinerlei finanzielle Unterstützung für die Städte und Gemeinden vorgesehen ist. Sie haben da wieder einmal einen bezeichnenden Passus geschrieben. Bei den großen Städten und den Landkreisen wird durch die Anhebung der gesetzlichen Fraktionsmindeststärke sogar eine Einsparung zu verzeichnen sein. Denn Mittel zur Bestreitung der Geschäftsführungsaufwendungen sind nach dem Gesetz für Fraktionen reserviert. Schließlich wirkt sich der durch diese Novelle ermöglichte Verzicht auf den Gesamtabschluss bei den betroffenen Gemeinden kostenmindernd aus. Sie verteilen wieder einmal Einsparungen bei anderen nach Gutdünken und schaffen es auf diese Weise, andere für die Selbstvermarktung ihrer politischen Ziele einzuspannen. Chapeau, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, Sie definieren das Konnexitätsprinzip auf eine völlig neue Art und Weise. Das haben in dieser Form jahrzehntelang Regierungen nicht einmal ansatzweise gewagt. Inhaltlich ist der § 89 des Gesetzentwurfs mit der Überschrift Integrationskommission einmal so richtig interessant. Die Integrationskommission soll mindestens zur Hälfte aus sachkundigen Einwohnern bestehen, die von der Gemeindevertretung auf Vorschlag der Interessenvertretung der Migranten gewählt werden. Bei nicht genügend Wahlvorschlägen soll die Gemeindevertretung dann dazu selbst Vorschläge machen dürfen. Mit Verlaub, das ist pure Willkür. Wo hier die Regierungskoalition eine breitere politische Repräsentanz heraus begründen möchte, erschließt sich wohl nur den Politikern, die diesen Gesetzentwurf erstellt haben. Aber es geht weiter und wird nicht weniger interessant, wenn wir nun den ideologischen Teil dieses Gesetzes betrachten. Die Hälfte der Gewählten soll weiblichen Geschlechtes sein. Die Vorstellung, dass sich vielleicht nur ein geringer Teil an Frauen findet, der sich zur Wahl stellt, kommt für die Regierungskoalition hier in Hessen nicht in Betracht. Die GRÜNEN haben mit so etwas Erfahrung, wenn sie es als demokratische Wahl bezeichnen, wenn ein Mann und eine Frau kandidieren und man genau weiß, dass eine Hälfte bereits durch einen Mann besetzt ist und eine solche Geschlechterquotenvorschrift existent ist. Es findet dann definitiv keine demokratische Wahl mehr statt. Eine Chancengleichheit für Bewerber gibt es nicht mehr. Das vorgesehene Wahlverfahren ist damit verräterisch, ist, was ich jetzt sage, für Sie. Denn das vorgesehene Wahlverfahren ist damit verfassungswidrig, denn es verstößt gegen den Grundsatz der Gleichheit der Wahl aus Artikel 38 des Grundgesetzes. Vielleicht sollten Sie, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, das Grundgesetz sich einmal etwas näher betrachten und nicht nur von Ideologie reden.
Die demokratischen Vorstellungen auch von Ihnen, Herr Boddenberg, bei diesem Gesetz sind mehr als aberwitzig. In dem vorgesehenen Wahlverfahren soll nach Möglichkeit die Pluralität der ausländischen Einwohner nach § 84 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung berücksichtigt werden. Schauen wir einmal rein. In § 84 Satz 1 der HGO ist hier Folgendes zu lesen. Zu den ausländischen Einwohnern zählen auch Staatenlose. Hier wünschen wir uns dann doch die eine oder andere Erklärung, wie sich die Regierungskoalition eine weitere Herangehensweise an dieses Gesetz vorstellt. Im Großen und Ganzen ist das, was wir hier sehen, ein Zeichen dafür, dass diese Regierungskoalition schlicht den Bezug zum Bürger verloren hat und auch wenn sie dazu anderer Meinung ist, nicht die wahren Bedürfnisse der Migranten Hessens überhaupt kennt. Ansonsten hätte man die Ausländerbeiräte schlicht in erheblichem Umfang mehr bei der Erstellung dieses Gesetzentwurfs beteiligt, sodass Sie als Regierungskoalition nicht vor solch einem erheblichen Desaster stehen würden wie jetzt. Ach, was sage ich? Meine Damen und Herren, Sie haben die Ausländerbeiräte ja nicht einmal im kleinen Umfang betätigt. Sie sollten sich dafür schämen. Vielen Dank. Als Nächstes darf ich Frau Sömmes von den LINKEN ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie ernst es der Landesregierung, der Regierungsparteien ernst war mit der Beteiligung der Ausländerbeiräte an der Entwicklung dieses Gesetzes, das hat man ja an ihrer Herangehensweise gesehen, denn die AGA, Enis Gülegen und Vertreter der AGA haben mehrere Male um Gesprächstermine gebeten, um die Situation der Ausländerbeiräte zu verbessern, zu besprechen und da in Diskussion zu kommen. Auf Ihre Antwort warten die AGA-Kolleginnen und Kollegen der AGA heute noch. Ganz im Gegenteil, Herr Bocklet, Sie waren auch da, und man hat Ihnen das auch gesagt in Neu-Isenburg, dass Sie auf Anfragen, auf mehrere Anfragen nicht reagiert haben. Sie haben lediglich reagiert, indem Sie Termine verschoben haben, indem Sie Termine zwar zugesagt haben, aber diese dann verschoben haben, Telefontermine vereinbart haben, die Sie dann auch wieder verschoben haben. Und das Resultat von all diesem war, dass Sie dieses Gesetz jetzt einfach entworfen haben. Und im Schnellverfahren bringen Sie das jetzt auf den Weg. So sieht die Sache aus. Nun wird ja die niedrige Wahlbeteiligung, die zu niedrige Beteiligung an den Wahlen der Ausländerbeiräte wird ja beklagt. Anstatt die Gründe hierfür aber zu eruieren und sich zu fragen, warum sich so wenige Menschen zu den Wahlen von Ausländerbeiräten berufen fühlen, versuchen Sie, diese Wahlen eigentlich einfach abzuschaffen. Sie schaffen einfach die Wahlen selbst ab. Sie schaffen sie ab und nehmen den Migrantinnen aus Drittstaaten das letzte bisschen an politischer Teilhabe weg, was man ihnen gewährt hat. Und außerdem schaffen Sie für die Gemeinden die Möglichkeit, ihnen unliebsame Ausländerbeiräte einfach abzuschaffen und diese durch Integrationskommissionen zu ersetzen. Ich meine, dies ist natürlich auch eine Form, mit geringer Wahlbeteiligung umzugehen, aber eben halt eine sehr fragwürdige Form. Und die Frage ist doch, meine Damen und Herren, ob dies einer wirklichen Demokratie wirklich gut zu Gesichte steht. Und ich kann Ihnen da klar und deutlich sagen, nein, tut es nicht, meine Damen und Herren. Unsere Aufgabe und auch die Aufgabe einer Regierung ist, die demokratische Teilhabe zu vereinfachen und sie zu stärken. Und nicht durch irgendwelche konstruierten Gremien zu ersetzen, um die Menschen an der Teilhabe zu hindern. Doch genau das machen Sie hier mit Ihrem Gesetzentwurf. Es ist doch absurd. Einerseits wird die Entfremdung der Menschen von unserer Demokratie beklagt, und andererseits soll nun noch mehr Demokratie abgebaut werden. Die niedrige Wahlbeteiligung war natürlich auch der AGA bekannt, wie gesagt. Und Sie haben Lösungsvorschläge, Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet. Schon im Jahr 2014 ist ein Papier von der AGA an die Landesregierung zugegangen. Auf Ihre Reaktion, wie gesagt, warten die Kolleginnen und Kollegen der AGA heute noch. Angesichts geringer Wahlbeteiligung sollte man ja meinen,
dass man sich die Frage stellt, weswegen das denn so ist, weswegen sich immer weniger Menschen zu den Wahlen der Ausländerbeiräte aufgerufen fühlen, wie gesagt. Es könnte ja womöglich an den zu geringen Einflussmöglichkeiten liegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die Regierungskoalition scheint diese Frage aber zu abwegig zu sein. Denn auch wenn ich mich wiederhole, einer geringen Wahlbeteiligung begegnet man hier einfach mit der strikten Abschaffung der Wahlbeteiligung der Wahlen, selbst indem man Integrationskommission. Klar steht das drin. Klar steht das drin. Sie überlassen es letztendlich den Gemeinden, ob sie Ausländerbeiräte haben wollen oder nicht. So sieht es aus. So sieht es aus. Mit Ihrer Optionsmöglichkeit ermöglichen Sie den Gemeinden die Entscheidungsbefugnis, ob es Ausländerbeiräte geben soll oder nicht. So sieht der Kern Ihres Gesetzentwurfs aus. Meine Damen und Herren, es ist doch so, dass alle Entscheidungen, die in Gemeinden und Landeskreisen getroffen werden, genauso die ausländische Bevölkerung betreffen. Sie benutzen dieselben Straßen, sie schicken ihre Kinder in dieselben Schulen, sie gehen in dieselben Krankenhäuser und so weiter. Und sie finanzieren diese Institutionen auch mit, will ich auch hier noch einmal auf den Weg geben. Doch wenn es eben um Straßen, um Schulen, um Krankenhäuser, um Infrastruktur geht, haben Sie keine Möglichkeiten, auf diesbezügliche Entscheidungen einzuwirken. Ohne Umschweife, sehr geehrte Damen und Herren, in einer lebendigen und von all ihren Bürgern getragenen Demokratie müssen Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, auch diejenigen wählen, die sie vertreten und die infrastrukturelle Entscheidungen treffen. Nun wissen wir aber, dass es hierfür einer Änderung des Grundgesetzes bedarf. 1992 wurde dieses übrigens vorgenommen, nämlich bezüglich der EU-Staatsbürger. Also wir sehen, es ist machbar, wenn man denn nur will. Wenn wir von politischer Teilhabe und von mangelndem politischen Interesse vonseiten der Migranten reden, müssen wir halt auch eingestehen, müssen Sie alle eingestehen, dass die Möglichkeiten hierfür gar nicht bestehen. Da langt es nicht, Integrationskommissionen zu errichten und zu sagen, wir haben jetzt den großen Wurf gemacht. Da langt es nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ihr beteiligt euch nicht an den Wahlen, also richten wir Integrationskommissionen ein. Und deren Zusammensetzung die entspricht noch nicht einmal annähernd derjenigen der ausländischen Bevölkerung selbst, muss man hier auch nochmals sich vor Augen halten. Sachkundige Einwohnerinnen sollen die ausländische Bevölkerung in einem Gremium repräsentieren, das zur anderen Hälfte aber aus Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands besteht. Wenn man nun fragt, wer denn diese sachkundigen Einwohnerinnen sein sollen, so heißt es, dass diese vonseiten der Integrationsvertretung der Migrantinnen und Migranten vorgeschlagen werden soll. Wer genau sollen aber diese Interessenvertretungen sein, das wird auch nicht näher erläutert. Und wohlgemerkt, nur vorschlagen. Denn wer letztendlich in das Gremium kommt, entscheidet die Gemeindevertretung selbst. Also das klingt eher nach einem Wunschkonzert für Gremienbesetzung der Gemeindevertretung als nach ernsthaften Bemühungen für demokratische Teilhabe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es geht noch weiter. Fragt man, was denn nun die Aufgaben und Befugnisse einer solchen Integrationskommission sein sollen, stößt man auf eine vielsagende Erläuterung. Das Verfahren und der Geschäftsgang der Kommission soll vom Gemeindevorstand den örtlichen Erfordernissen gemäß ausgestaltet werden. Kurz, beschäftigt euch mit den Problemen und Aufgaben, von denen wir sagen, dass es Probleme und Aufgaben sind. Durch alle Vorschläge scheint stets die Bevormundung der ausländischen Bevölkerung. So sollen die Integrationskommissionen rechtzeitig über alle Angelegenheiten unterrichtet werden, die sie zur Erledigung ihrer Aufgabe benötigen. Aber wer entscheidet letztendlich darüber, welche Angelegenheiten relevant sind? Frau Sönmez, kommen Sie langsam zum Schluss.
ein Vorschlagsrecht haben und so weiter. Wer entscheidet darüber, welches Vorschlagsrecht Sie sich nehmen sollen und welches nicht? Durch die Bank weg wird der ausländischen Bevölkerung die Entscheidung darüber, was sie betrifft oder nicht, abgenommen. Meine Damen und Herren, die ausländische Bevölkerung kann selbst sehr gut entscheiden, was sie betrifft und was sie nicht betrifft. Nach all dieser Kritik möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, wie man es besser machen müsste. Zuerst müsste man die Bemühungen der AGA erst einmal ernst nehmen und sich an den Tisch setzen und diskutieren, wie man es besser machen müsste, könnte. Darüber hinaus muss es ein Antragsrecht der Ausländerbeiräte zu allen Themen geben und nicht nur zu vermeintlich migrationsspezifischen. Es gibt keine Themen, die die ausländische Bevölkerung nicht betreffen. Ebenso wäre ein Rederecht zu allen Themen in Ausschüssen und Stadtverordnetenversammlungen einzuräumen. Frau Senmez, kommen Sie zum Schluss. Es gibt keine Themen, die ausländische Bevölkerung nicht betreffen. Und wir könnten uns all diese Debatte sparen, wenn wir es endlich hinbekämen, ein Kommunalwahlrecht für alle Menschen, die hier leben, einzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.